YouTube Deutschland, herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Das heutige Thema soll im Prinzip ein bisschen darüber aufklären, warum dieser Battle Royale-Hype seit Monaten und Jahren anhält, was da eigentlich hintersteckt und warum wir immer noch nicht am Ende davon sind, sondern mehr oder weniger eigentlich nur am Anfang. Das heißt, an dieser Stelle gleich, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne Like und ein Abo dalassen. Ich würde mich riesig drüber freuen. Das Ganze ist kostenlos. Über 60% aller meiner Zuschauer in den letzten 28 Tagen sind keine Abonnenten. Das heißt, würde mich riesig drüber freuen. Lasst gerne einen Kommentar am Ende des Videos da, wenn euch das Thema gefallen hat und wenn ihr eure Meinung dazu preisgeben wollt. Mich würde das persönlich interessieren. Und wie ihr wisst, ich lese mir jeden Kommentar durch in jedem Video. Ich persönlich bin nicht der größte Battle Royale-Fan. Ich mag es einfach auf Dauer nicht, dass ich immer nur diese eine Option habe, nämlich die Runde zu gewinnen und ansonsten im Prinzip als Verlierer aus der Runde gehe. Das ist Battle Royale ja nun mal. Selbst wenn ihr 100 mal Zweiter werdet, 100 mal Dritter werdet oder 99 mal Zweiter und einmal Dritter, egal wie ihr es macht, wenn ihr nicht Erster werdet, erreicht ihr im Prinzip nichts. Natürlich könnt ihr Battle Pässe leveln oder Battle Pässe und Season Pässe und egal ob das PUBG ist, ob das Mobile Games sind, ob das Warzone ist, ob das Fortnite ist, ihr levelt immer zwischendurch irgendwas, denn sonst würden die Leute, die sehr, sehr wenig Runden gewinnen, natürlich niemals spielen, weil sie niemals Spaß wirklich dran hätten. Aber das Hauptziel von dem Battle Royale ist ja eigentlich der letzte Überlebende sein. Und dieser ganze Hype, Leute, ist ja mittlerweile mit super viel Spielen verbunden. Egal, ob das Fortnite ist, PUBG, Warzone, Blackout, 8-1-Z-1. Es gibt eine Milliarde Battle Royale Games mittlerweile. Battlefield 6 steht vor der Tür. Selbst Battlefield 6 soll jetzt ein Battle Royale bekommen. Die neue Warzone-Map steht vor der Tür mit dann 250 Spielern statt aktuell 150 Spielern. Das heißt, das ganze Thema wird immer größer, aufwendiger, teurer in der Produktion und es zieht einfach sehr, sehr viele Leute an. Ursprünglich war es so, dass gerade Zombie-Games absolut gut gelaufen sind, auf den Konsolen gut gelaufen sind, auf dem PC gut gelaufen ist, die Verkaufszahlen waren hoch, es gab Left 4 Dead Filme, es gab Left 4 Dead Spiele, es gab die ganzen Zombie-Filme, es gab Dawn of the Dead und all diesen Kram. Die Zombie-Ära ist dann irgendwann so ein bisschen runtergegangen, man hat also weniger Zombie-Spiele verkauft und das Ganze ging Richtung Battle Royale. Und viele von euch, die vielleicht so ungefähr in meinem Alter sind, kennen einen alten japanischen Film, der hieß im Prinzip Battle Royale, da ging es um eine 9. Klasse, die sind auf einen Ausflug gefahren, haben nicht gewusst, was sie erwartet, sind betäubt worden, als sie aufgewacht sind, hatten alle Halsbänder dran und mussten dafür 3 Tage um ihr Leben kämpfen und in diesen verschiedenen Zonen, wo die sich bewegt haben, war dann irgendwann plötzlich mal eine Sperrzone. Und während dieser Zeit in einer dieser Zonen war, mit dem Halsband am Hals, dann könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist. Der ist dann, wenn er in dieser Zeit, als sie abgelaufen ist, in dieser Sperrzone war, abgemurkst worden. Beziehungsweise das Halsband ist einfach explodiert und er war tot. Das war so ein bisschen der filmische Gründer für Battle Royale. Schon die alten Römer haben damals festgestellt, dass man das Volk beruhigen kann, indem man ihnen Action, Unterhaltung und diese Blutsucht stillt. Deswegen gab es damals diese Spiele bei den Römern. Ihr kennt das, die Gladiatoren, die großen Kampfarenen und das Volk hat gejubelt und Brot und Spiele und bla bla bla. Das alles hat sich bis in die Neuzeit nicht wirklich entwickelt. Die Menschen sind immer noch blutsüchtig, aber jeder von euch, von ihr, ich, sonst wer, gerade wenn man so an diesen Film denkt, den ich euch gerade erzählt habe, denkt natürlich auch so ein bisschen an Tribute von Panem. Wer von uns kennt diesen Film nicht und wer von uns steht nicht auf Jennifer Lawrence? Das ist eine der heißesten Frauen auf der Welt. Und wie sie dann eben in diesen 3 Teilen für ihr Distrikt kämpft und für die Freiheit und für all diese Werte. All das sind Dinge, die wir in Filmen natürlich ein bisschen nachempfinden können. Aber keiner von uns möchte und will und sollte mit Pfeil, Bogen, ein bisschen Wasser und sonstigem in einen Krieg ziehen mit irgendwelchen 30 anderen Menschen, um zu gucken, ob er überlebt oder nicht. Das heißt, diese Blutgier, die wir alle haben, die können wir im realen Leben in dem Sinne natürlich nicht auswerfen. Beziehungsweise können wir können das nicht umsetzen. Aber Battle Royale Games geben uns diese Möglichkeit. Diese Games geben uns die Möglichkeit, für mehrere Minuten, mehrere Stunden, mehrere Runden, mehrere Monate in diese Rolle zu schlüpfen von einem Menschen, der eben alles dafür tun möchte, um als Letzter zu überleben. Dieser Nervenkitzel von der ersten Sekunde an, wo man aus dem Flugzeug springt oder aus dem Boot steigt oder aus dem Auto oder wie auch immer die Animation ist, zu wissen, jeder auf der Karte ist jetzt mein Gegner. Ich kann niemandem trauen, ich kann mit niemandem zusammenzocken, außer man spielt natürlich im Team, wir reden jetzt gerade über den Solo-Modus. All diese Dinge sorgen dafür, dass das Adrenalin-Level in eurem Körper hochsteigt. Ihr seid voll konzentriert, ihr wollt diese Runde gewinnen.
ihr wisst, es hilft euch keiner. Es gibt keinen Reset-Button und wenn ihr getötet worden seid, spawnt ihr einfach auf der gleichen Map sofort wieder und wieder und wieder und wieder. Das gibt es nicht. Jetzt gibt es ein bisschen den Gulag für eine zweite Chance in Warzone. Im Blackout war es so, wenn ihr einmal tot wart, wart ihr eigentlich tot. All dieser Nervenkitzel sorgt dafür, dass ganz, ganz viele Leute viel, viel mehr Spaß an diesen Battle Royale Games haben, als an normalen Multiplayern mittlerweile. Die Erfahrung in einem Multiplayer, egal ob das jetzt Call of Duty ist oder ein Shooter oder sonstiges, ist ja eine ganz andere als in einem Battle Royale. In einem Multiplayer-Game, nehmen wir Call of Duty, da weiß ich sterbe in dieser Runde 5 oder 10 oder 15 oder 20 Mal. Es macht mir nichts. Früher war es so, dass noch der Nervenkitzel da war, dass man wenigstens seine Streak dann erreicht hat, wenn man lange gelebt hat, ohne zu sterben. Dieses Streak-System ist jetzt ja wieder geändert worden. Das heißt, selbst wenn ich 100 Mal sterbe, aber dafür 50 Kills mache, bekomme ich meine Streaks trotzdem irgendwann. Das heißt, dieser Nervenkitzel ist flöten gegangen. Dazu kam, um bei Warzone auch zu bleiben, in Modern Warfare haben wir ein Spiel gehabt, was die Community wirklich gespalten hat. Und viele, viele, viele gute Spieler hatten kein Interesse an Modern Warfare, an dem Game Design, wie sie Dinge entwickelt haben, wie sie Maps entwickelt haben, wie sie diese dunklen Ecken entwickelt haben, keine Totenstille auf Dauer, Skill-Based Matchmaking, all diese Themen. Und haben sich dann das Bestmögliche als Alternative gesucht. Und zu dem Zeitpunkt war das einfach, weil es kein neues Battlefield gab und nichts, was irgendwie in Konkurrenz zu COD kriegen könnte, Warzone. Das heißt, viele von diesen Leuten sind zu Warzone gewandert. Wenn ihr euch die Twitch-Charts anschaut, wer abends was streamt, da bin ich mittlerweile, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag streame ich auf Twitch, ihr könnt vorbeischauen, da bin ich mittlerweile abends auf Platz 3 bis 4 unter den deutschen Cold War-Streamern. Und nicht, weil ich jetzt, obwohl ich erst seit 3 Wochen streame, 100.000 Zuschauer habe, sondern weil die Cold War-Zuschauerzahlen bei Twitch insgesamt bei teilweise nur 10.000 Zuschauern liegen. Diese Summe ist derartig niedrig und traurig, dass man sich überlegen muss, wo sind diese Spieler? Und dann schaut man sich Warzone an. Warzone pflückt jetzt nicht gerade die höchsten Äpfel vom Baum, was das angeht, aber Warzone schauen deutlich mehr Spieler zu. Das heißt, diese ganze Entwicklung ist einmal, weil dieser Hype um Battle Royale durch viele verschiedene H1Z1 und alles, was danach kam, so ein bisschen zusammengesetzt wurde. PUBG war natürlich auch ein großer Player damals schon. Ist es eigentlich heute noch? Dazu kamen eben viele Content-Creator, die auf diese Battle Royales wie PUBG, Warzone etc. umgestiegen sind, was bedeutet hat, dass auch viele Zuschauer darauf umgestiegen sind. Umso mehr Content-Creator und Zuschauer sich um so etwas kümmern und so etwas spielen, umso mehr hat man automatisch neue Leute, die in diese Genres mit reinkommen, die es vielleicht vorher gar nicht probiert haben. Überlegt man also, wie das Ganze jetzt überhaupt zusammenkam, dass Battle Royale dieser unglaublichen Hype entsprungen ist und dass es immer noch weiterläuft und die neuesten Games alle irgendwie damit locken, Battle Royale zu haben. Und sobald wir irgendwann dieses Jahr GTA 6 Werbung bekommen, bin ich mir sicher, dass wir auch da wieder irgendwie ein bisschen Trailer dazu bekommen, dass auch dort ein richtiger Battle Royale stattfinden könnte. All diese Games nutzen diesen Hype, der aktuell einfach rumläuft. Und ich weiß, dass auch viele von euch daran kein Interesse mehr haben. Die würden vielleicht gerne wieder einen guten Multiplayer haben, einen guten COD-Multiplayer oder Battlefield oder. Das gibt es auch, Leute, das wird auch wiederkommen. Aber dieser Hype um Battle Royale wird noch locker 2 oder 3 Jahre anhalten. Das heißt, jeder von euch hat natürlich die Möglichkeit für sich zu entscheiden, will ich das weiterspielen? Will ich was anderes spielen? Oftmals ist es aktuell aber leider so, dass wenn ihr was anderes spielen wollt, ihr nicht allzu viel Varianten habt, weil es eben nicht allzu viel gute Multiplayer gibt, die gerade in dem Shooting-Bereich oder diesem Shooting-Genre irgendwie mit reingehen. Meine persönliche Meinung zu dem Ganzen, ich persönlich spiele mittlerweile auf dem Handy einfach zwischendurch PUBG Mobile, was mir Spaß macht, ich spiele COD Mobile, was mir Spaß macht. Mit Sicherheit werde ich auch auf dem Mobile-Gerät jetzt Warzone spielen, wenn es rauskommt, aber am Ende des Tages bleibe ich persönlich trotzdem Konsolenzocker. Ich will einen Controller in der Hand haben, ich will damit zocken und ich würde einfach persönlich gerne mal wieder einen richtig guten Multiplayer haben, der richtig Spaß macht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr es ähnlich seht. Habt ihr noch richtig Bock auf diesen Battle Royale Hype? Soll das noch länger so gehen? Oder wünscht ihr euch auch, dass da eine Alternative kommt, die mal wieder von diesem Battle Royale Hype wegkommt, dass wir mal wieder was Neues vor uns haben? Nicht immer alte, aufgedunsene Sachen, die irgendwie neu kopiert werden, wie es in 1-2 Jahren jetzt schon bei Call of Duty ist, sondern einfach wirklich was Neues, was Erfrischendes. Zum Beispiel GTA 6. Das, Leute, wird ein Knaller. Ich bin raus in dem Sinne. Haut rein.